ich das Bild von unserem Haus mitgenommen. Das ist nicht so schmuck. Und ich denke, hier der Garten, das ist ein Teil vom Garten, übrigens von einer ehemaligen Stiftungsrätin, Frau Böhlen, sie sitzt auch hier. Sie hat das einmal gestaltet, weil wir hier. Der Garten war früher eigentlich auch etwas, was vernachlässigt wurde, sehr oft. Und das hat etwas traurig ausgesehen. Sie hat den Teil hier gestaltet. Und der ist eigentlich, da ist er jetzt leer. Hat mal jemand zufällig so ein Foto gemacht. Sitzen aber immer etwa Leute drinnen, ganz gemütlich. Und sie rauchen dort in den Haus. Das ist so wie uns. Okay, ich gratuliere auch Frau Dr. Gawatz ganz herzlich zu ihrem Geburtstag. Sie war meine langjährige Chefin und Stiftungsratspräsidentin von unserer Stiftung. Und vor allem möchte ich mich auch noch herzlich bedanken, vor allem eigentlich für ihr Herzblut. Also, das ist so das, was ich immer so gespürt habe. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Also, das Herzblut haben wir auch immer sehr gut gespürt, wenn wir als Team können Fallsupervisionen machen können. Also, da vorne gerade ein bisschen Sachen auf den Stock sehen, wo der Josef Sachs das mit dem Genogramm gebracht hat. Und die Genogramme hätten natürlich immer mehr müssen machen müssen. Wir sind jetzt so in die Fallsupervision und hätten das Genogramm müssen bringen. Und das muss ich sagen, das ist anstrengend, so ein Genogramm zu machen, weil da muss man noch etwas zusammentragen. Aber wir haben nachher auch extrem viel gewusst. Also, wir haben dann aber nachher müssen sagen, da wissen wir wieder recht viel mehr. Person, die wir dann nachher ja auch über sie geredet haben. Also auch dort, in diesen Supervisionen, extrem viel Herzblut. Wir haben noch mit Tagen können zulassen und haben nachher wirklich etwas Brauchbares gewusst. Das wäre jetzt auch der erste Teil, wie der Guierweg entstanden ist, hat eigentlich Frau Dawatz schon vorab genommen. Danke vielmals. Das war wirklich eine gute Idee. Ich habe jetzt 13 Jahre einen super interessanten Job gehabt hier am Guierweg. Und für das bedanke ich mich auch noch einmal. Der zweite Teil jetzt würde ich auch in Hochdeutsch, weil ich euch allen auch den Gefallen will machen, alles zu verstehen. Ja, wir sind nach wie vor eine kleine Institution mit maximal 15 Bewohnenden. Zwei Personen wohnen in einer Außenwohnung. Wir sind ein Team von 4 Frauen und 3 Männern, 500 Stellenprozent. Wir decken 365 Tage im Jahr ab und machen 3-mal im Jahr Ferien mit den Bewohnenden. Eben halt klein und fein. Aber ein Hotel-Mama sind wir nicht. An unseren Montagssitzungen besprechen wir die Menüs der kommenden Woche. Alle Bewohnenden, die nicht selbstständig in ihren Wohnungen das Essen bereiten, kochen mindestens an einem Abend für die Mitbewohnenden. Das ist anfangs für viele eine Herausforderung. Mit Unterstützung des Teams wird aber über kurz oder lang aus jedem Neuling eine brauchbare Köchin. Auf der Raumkosmetik schenken wir die notwendige Beachtung, indem wir 2-mal pro Woche ämtlich zur Pflicht machen und die Resultate auch kontrollieren, wie in einer großen Familie. Diese familiäre Atmosphäre ist zwar enorm anstrengend, gibt uns aber die Möglichkeit, viel Gewicht auf Vertrauen und Beziehung zu legen. In jeder zwischenmenschlichen Beziehung bildet Vertrauen die Basis, das Fundament. Und es bringt Stabilität und Sicherheit, so auch in der Arbeit mit unseren Leuten. Um diese Stabilität zu vermitteln, braucht es ein ebenso stabiles, gefestigtes Team. Seit gut einem Jahrzehnt können wir das von uns behaupten und es ist extrem wertvoll. Die Stabilität ermöglicht uns die Freisetzung von Ressourcen, welche nicht durch unnötige Querelen wie Machtkämpfe oder Missgunst vergeudet werden. Ja, die Karriereleiter am Guierweg, die ist sehr kurz und das ist ein riesengroßer Vorteil. Wir gehen im Team wertschätzend und wirklich freundschaftlich miteinander um.
Da stärkt das Vertrauen jedes einzelnen Teammitglieds genauso wie jenes der Bewohnenden. Alle Teammitglieder haben eine anerkannte Ausbildung im Bereich Psychiatrie oder Sozialpädagogik und auch schon sehr viel Praxiserfahrung, was ebenfalls Sicherheit vermittelt. Ja, da hätte ich eigentlich diese wunderbare Gelegenheit noch packen wollen und den Leuten aus dem Departement und der Politik noch etwas zu sagen, aber der ist ja abgehauen, der hat gewusst, was noch kommt. Wirklich gut ausgebildetes und talentiertes Personal ist in unserem Wirkungsfeld wie auch in anderen Betreuungs- und Pflegeberufen äußerst wertvoll und von großer Bedeutung. Ich behaupte mit gutem Gewissen, dass unsere überdurchschnittliche Motivation die Stabilität, auch kaum existierende Fluktuation und Krankheitsausfälle im Team stark damit zusammenhängen. Also die Sparschraube beim qualifizierten Personal anzusetzen, ist alles andere als zielführend. Also jetzt würden die Politiker natürlich auch sagen, wir suchen überall Leute und finden sie nicht. Man hat ihnen aber über Jahrzehnte keine Beachtung geschenkt. Und jetzt wandern viele ab, gehen in andere Berufe, ja, sie sind gar nicht mehr da, wenn man welche braucht. Okay, ja, noch zu sagen wäre, diese Stabilität, wir sind wirklich ein altes Team, nicht einfach, weil alle schon so alt sind wie ich. Ich werde pensioniert im Sommer und bin dann fertig. Aber eben, wir sind schon lange dasselbe Team. Wir haben Dienstjubiläen zwischen 10 und 19 Jahren. Also das ist noch bemerkenswert. Auch ein großer Teil unserer Bewohnenden bleibt uns lange erhalten. Der Ruheweg ist ihr Zuhause geworden. Das ist sehr wichtig. Ja. Das wäre in Kürze der Ruheweg. Danke herzlich für die.